You need to know that I'm a Hallo, willkommen zurück zur neuen Ausgabe von Forza Horizon 4 und ja, endlich ist es soweit. Ich habe den Golf 6 R in meiner Garage stehen. Ja, wir sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, welcher Level ich mittlerweile bin, Level 123, zweiter Stern schon und also dementsprechend schon ein bisschen Spielzeit rumgekommen hier im Spiel und ja, bisher hatte ich nie Glück, den Golf 6 R zu bekommen, weil er war nämlich zuvor, wer es nicht weiß, nur über Respins zu bekommen, dieses Fahrzeug und ja, ich habe beim Blob-Eye Subaru schon lange gebraucht und der Golf 6 R wollte über die Respins einfach nicht in meine Garage kommen und ist er auch immer noch nicht, weil, ja, man kann ihn jetzt endlich über den Forceton Shop bekommen. Dort kann man ihn, glaube ich, für 580 Punkte oder sowas in die Richtung, kann man sich den Wagen da für Forza Punkte holen und dann ist man auch glücklicher Besitzer eines Golf 6 R. Dadurch, natürlich nimmt er so ein bisschen ab, was seine Exklusivität angeht, weil, wie gesagt, vorher konntest du ihn nur gewinnen. Es gab keine Möglichkeit, irgendwie anders dran zu kommen, außer über Auktionshaus und da war er meist dann dementsprechend teuer. Und ja, jetzt ist er, wie gesagt, eben für alle verfügbar, solange man eben die nötigen Forza-Tom-Punkte dafür hat, dann kann man sich dieses KZ in die Garage stellen. Ich bin sehr glücklich, dass er endlich reingekommen ist. Ich muss aber auch sagen, ich hätte mich auch weiterhin gefreut, wäre weiterhin nur in den Respins gewesen, weil dann hat er natürlich so ein bisschen mehr den Reiz, ein bisschen mehr Exklusivität. Man freut sich noch einen Tacken mehr drüber, wenn man ihn dann endlich bekommen hat, weil es dann halt eben wieder Seltenheitsgrad ist. Der ist natürlich jetzt ein bisschen flöten gegangen, weil... Ja, jetzt kann sich halt das Ding jeder holen, wenn er Bock drauf hat. Und dementsprechend habe ich natürlich auch gemacht und habe mir den Wagen jetzt endlich geholt. Und ja, wir werden uns den heute mal ein bisschen anschauen, ein bisschen tunen, ein wenig durchs wunderschöne sommerliche England fahren und genießen, dass ich diesen Wagen endlich in meiner Garage, ja, behalten kann. Und ja, was natürlich jetzt noch fehlt, ist ein Golf 5. Wir haben Golf 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ich weiß nicht, warum der 5. so komplett stiefmütterlich behandelt wird und überhaupt nicht reinkommt. Ich würde es mir sehr, sehr stark wünschen, den 5er R32 noch ins Spiel zu bekommen. 5er GTW auch okay, aber R32 wäre schon richtig fett. Ja, ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Das wäre ganz cool, weil wir haben jetzt alle Generationen drin, außer dem 5er. Ich weiß ja nicht, warum. Aber gut. Ja, auf jeden Fall, der 6er R war der erste R eben ohne den bekannten 3,2 Liter VR6 Motor, der noch im R32er, 5er und im 4er drin war. Hat natürlich dadurch mehr Leistungsausbeute, weil das ein 2 Liter Turbo 4-Zylinder, kann man einfach viel mehr Leistung rausholen als aus einem Sauger. Die R32 klangen alle geil, aber gingen halt überhaupt nicht aus dem Quark. Und ein gechippter GTI war schneller. Dementsprechend haben wir jetzt hier auch Bums in der Hütten. Sieht auch echt geil aus. Schönes, schönes Kfz. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir so Schönes am 6er R tunen können. Was mich also interessieren würde, was so Beweggründe waren, welche Autos man entschieden hat, nur in die Wheelspins reinzupacken. Also was, also es gibt ja sicher Gründe, warum man gesagt hat, okay, diese Autos machen wir jetzt besonders exklusiv. Ich hätte das bei dem Golf jetzt nicht erwartet, aber an sich, dadurch hat er halt mega Hype hier im Spiel bekommen, die Karre, weil jeder wollte ihn halt haben, weil er halt einfach selten war. Ne? Das ist wie so ein seltenes Pokémon, du willst halt fangen, auch wenn man es hässlich findet. Dementsprechend, oh, ich hätte es so geil gefunden, hätte ich jetzt hier einen 3,2 Liter Motor gefunden. Das hätte ich hardcore gefeiert. Das hätte ich jetzt richtig gefeiert. So, Antrieb machen wir nichts, wir haben Allrad serienmäßig verbaut. So, wir haben Tuning-Keile. Soweit ich auch weiß, waren das beim 6er R, zumindest in der letzten Vorzuteilen, immer Teile nur für den normalen Golf 6. Sieht dementsprechend kacke aus auf dem R. Wenn ich mich richtig liege, ja. Das ist eine wunderschöne Abstoßstange für den normalen Golf. Das sieht natürlich absolut kacke aus. Außerdem kriegen wir eine schöne Nummernschildmulde. Darauf können wir gerne verzichten. Spoiler, ja, nee, machen wir auch nicht. Herkstoßstange. Wir wagen da keine Duplex dran. Einen Teufel werde ich tun und das werden wir auch nicht machen. Okay, wir bleiben ohne Bodykit. Schade. Okay, aber wir können den Golf auf jeden Fall mal ein bisschen runterholen. Oh, vorne gefällt mir ja gut, aber hinten müssen wir nochmal dran arbeiten, Jungs, ne? Da ist aber nochmal ein bisschen hier, ich hoffe, da ist noch verstellungstechnisch was drin, weil das ist ja mal, also, warum geht der denn vor, okay, er ist schon serienmäßig hinten höher als vorne, aber das sieht natürlich so, ich hoffe, wir kriegen ihn hinten noch runtergedreht. Es gibt keine Spurverbreiterung, bräuchten wir welche? Ah, es geht sogar. Also es gibt Autos, wo es deutlich schlimmer steht, Serie, das ist sogar noch okay. So Serienfelgen könnten wir natürlich größer machen, wäre auch cool. Hat auch was, aber wir schauen nochmal. So schöne Mehrteiler wären natürlich... Oh, schöne Mehrteiler auf dem 6R. Ich glaube, könnten wir machen, ne? Oh, PBS ging ja natürlich auch klar. Wir können natürlich auch schöne Rotiform fahren oder irgendwas. Ich gucke gerade mal durch, was wir hier so Schönes fahren könnten. Oh, warte mal. Wir könnten natürlich auch Turbofan drauf fahren. Das wäre natürlich komplett übertrieben. Und sieht auch überhaupt nicht gut aus. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie geil, aber irgendwie... Ja, doch nicht so geil, wie ich gehofft habe. Schade. Turbofans sehen auf dem 6er R gar nicht mal so fett aus. Die sind sexy. Ey, das gefällt mir echt gut. Mal gucken.
Es wäre so ein Auto, wo sehr viele Felgen gut drauf aussehen. Also hier die ganzen HRE-Felgen kannst du alle fahren, da gibt es gar nichts zu meckern. Hier hinten hat man auch noch rot die Form, oder? Boah, das ist halt wirklich wieder so ein Auto, wo du einfach alles drauf batschen kannst, ey. Das ist einfach scheißegal, die Felgen sehen halt einfach gut aus alleine. Ja, alles hübsch, alles schön. Boah, so 5 Speichen groß wäre auch geil. Obwohl ich immer so mehr Speichen-Fan bin beim Golf. Wenn ich das jetzt mache, werden mich alle wieder hassen. Ich sehe es kommen. Ich würde sowas auf meinem Golf 6R fahren, das wäre mir voll egal. Ich fahre sowas auf meinem Golf 6R, ist mir egal. So, ich weiß schon, ich seh den Hate schon in den Kommentaren, ich sehe schon. So, wir lassen natürlich nicht Serie. Serie brauchen wir gar nicht ausprobieren, das Ding fährt, das wird halt nicht so aus dem Quark gehen, das ist ein B-Klassenfahrzeug. Dementsprechend werden wir direkt mal ein bisschen Kasala in die Hütte geben, ne? Da wird mal richtig ein bisschen Bums kriegen, der Golf. Wir werden mal gucken, was wir aus dem 2-Liter Motor hier so rausholen können. Deswegen werden wir schon mal ein bisschen auf Anschlag tunen, noch ein bisschen Leistung reinzimmern in den Hobel. Wie sich das so gehört. So, dann machen wir Fahrwerk haben wir. Stabis können wir einfach mal aus einfach so machen, weil wir können. Bügel, weil cool. Gewichtsreduzierung auch. Da sind wir schon auf 1,1 Tonnen. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Dann können wir mal einen größeren Turbo reinbauen. Macht man ja immer beim Golf. Dann Luftfilter macht man ja theoretisch auch. Und, also macht man immer beim Golf. Ja, großer Turbo kostet ja nichts. Und ein bisschen mehr Auspuff. Haben wir 503 Newton mehr, 286 kW. Wir lassen ihn erstmal so, ich will ihn erstmal so testen. Ich will erstmal gucken, ob er sich so gut fährt. Ich mache mir eigentlich keine Gedanken, dass er sich gut fährt. Wir haben Allrad- und Rennreifen drauf. Das ist bei Forza eigentlich fast schon die sichere Sache, dass es dann auf jeden Fall gut fährt. Wir gucken aber mal kurz wegen Tiefe. Krass, hinten sind so 0,3 cm mehr. Das sieht optisch aber viel mehr aus. Jetzt müssen wir gucken, ob wir ihn gleichmäßig kriegen. Oder ich höre eigentlich, welchen vorne ein bisschen hochdrehen, damit es gleichmäßiger aussieht. Weil er wird jetzt wieder immer noch so die Keilform stehen, ne? Oder? Ja, steht immer noch übelst in Keilform. Ich mag vorne die Tiefe aber hinten gefällt es mir gar nicht. Theoretisch müssen wir hinten höher, vorne höher. Ihr wisst, was ich meine. So, meine Nase ist ein wenig zu. Jetzt geht's wieder. Machen wir mal vorne so. Jetzt gucken wir mal, ob das optisch eher passt. Es wirkt besser, aber richtig ist immer noch. Egal, wir lassen es jetzt mal so. So ist okay. Wir wollen es nicht komplett übertreiben. So, ich guck mal kurz wegen Serienfarben. Wir haben auch wieder das eher. Ist das schon das eher blau? Es wirkt so dunkel. Oder gibt es nicht noch einen helleren Blauton? Ne, das ist es schon. Okay. Das ist schon das eher blau. Oh. Oh, Rotballert ja mal richtig böse rein. Heieiei. Ist ja normal keine R-Farbe. R muss normal im Blau. Sind wir uns alle einig, aber. Ich will einen roten R. Kein Scheiß. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Geil. Was können wir hier mehrteilig machen? Farbgruppe 1. Oh, die Stellen kann man einzeln machen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Da habe ich schon ganz dumme Ideen. Jetzt warte mal, machen wir mal einen mattgrauen Stern. So in der Richtung. Und dann. Boah, da kann man ja. Innenseite ist mir egal. Und Felgenhorn ist momentan chrom, ne? Können wir die auch schwarz machen? Wir können es natürlich auch rot machen, aber ich glaube, rot wäre Kirmesbude. Ja, rot ist auf jeden Fall so viel. Wir können aber den schönen glänzenden Rand noch machen. Machen wir den Chrom. Boah. Das, liebe Leute, gefällt mir leicht ziemlich geil. Also, die Felgen kann man optisch schön designen. Ich habe noch nie nachgeguckt bei den Felgen, was mehrteiliges Design so angeht bei denen. Aber. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir echt gut. Also man kann aus den Felgen was Schönes zaubern. Ich hoffe, also mir gefällt jetzt echt gut, wenn man jetzt mal so guckt. Doch, das Felgendesign geht jetzt aber auch klar, ne? Da kann man jetzt aber nicht mehr meckern. Jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt kann man das auch einfach mal gut finden. Ganz einfache Kiste. So, einmal ein bisschen leiser. Boah, ist der in einer fucking Keilform? Warum geht der denn hinten nicht runter, der Bus? Was soll das denn? Aber schön, was sie vom 5er übernommen haben, weil mir die Mittelrohrauspuffanlage, weil sie so mittig sitzt. Fand ich super geiles Feature, das finde ich auch immer noch geiler als den 7er R. 7er R finde ich weiterhin nicht so geil aufgrund dessen, aufgrund eben der Endrohre. Da finde ich, bin ich eher noch immer auf der Seite des 6er, das finde ich irgendwie noch cooler. Ich mag das irgendwie. Ich finde diese Duplex außen, links, rechts, an jeder, so zwei Rohre in der Mitte, hast du bis auf Mini relativ selten und Lotus und sowas, aber das sind jetzt keine Konkurrenzprodukte.
Oh, endlich kommt Jack Airfahren. Kein Scheiß, es fühlt sich so unreal an. Ja, ich rede gerade einfach nur über den Golf. Das ist mir bewusst. Aber mir ist das was ganz anderes. Golf ist für mich. Boah! Was ich was Besonderes. Der Kollege hat eine ganz schön leichte Hinterachse gekriegt. Das kann ich schon mal sagen. Also er geht schon mal böse mit dem Arsch. Aber er macht Bock. Er macht Böcke. Ich würde mir gerne davon mehrere aufbauen für unterschiedliche Klassen. Leider, ja, habe ich bisher. Obwohl, ich könnte noch Forza-Punkte sammeln. Dann kann ich mir noch mehrere holen. Ich kaufe mir mehrere Golfsacks. Ich muss aber gucken, dass ich ein paar Forza-Punkte farme. Da müssen noch mehr her. Ich will alle Golfsacks eher. Ja, Allrad regelt, da hat man schön direkt Grip. Schön hier hochprügeln, das Ding. Ja, ein bisschen mehr Leistung bräuchten wir noch, dann würden wir auch hier schöne Power Slides ziehen. So sieht das eher noch ein bisschen wie ein Unfall aus, weil ich einfach mit der Handbremse in eine Kurve reinpresche und der Wagen dann irgendwie mit durchdrehenden Reifen sich wieder aus dem nahen Tod rettet. Okay, ich habe Stiff nicht eingestellt. Das ist schon ganz schön krass, wie hecklastig das ist, wenn du mal so ein bisschen das Gas lupft. Hier, Alter, der ist ja ganz schön hecklastig eingestellt, der Kollege, ey. Wieso liegt hier schon an der leichten Hinterachse, weil ich durch die Gewichtsreduktion gemacht habe? Das gefällt mir ganz geil. Er fährt sich ganz angenehm. Ich würde sogar ein bisschen weiter nach hinten wieder stellen. Weil, also, er ist aus meiner Sicht sehr hecklastig geworden. Was ist denn, sagt denn der Stiff bei dem Kollegen? 60%, okay. Es liegt dann echt anscheinend an der leichten Hinterachse. Boah, der Kollege ist doch ganz schön motiviert, was seinen Heck angeht. Also, erst recht beim Anbremsen merke ich die Hinterachse immer gerne rumschwingt. Ja. Sagt sie, ich habe jetzt nur gebremst. Keine Handbremse gezogen, nichts. Gerät einen Griff drüber, ey. Das ist natürlich Geschwindigkeit technisch gar nicht mal so geil, weil die Karre ist jedes Mal sich vor jeder Kurve querstellt. Ist das an sich ist aber praktisch, weil es für die Kurve nutzen kannst, weil die Karre direkt anstellen kannst. Weil du natürlich direkt in die Kurve rein quer reinrutscht und dann kannst du direkt wieder gerade raus. Aber Griptechnik ist schon ordentlich. Also dank dem Allrad und jetzt den Rennreifen liegt das Ding halt echt wie ein Brett, ey. Da ist Griptechnik wirklich Ende im Gelände. Ja, komm. Es ist alles ohne Handbremse geht. Die Karre geht dann einfach konsequent selber quer. Das mag ich. Der 6R ist echt auch so krass macht, gerne, nehme ich ein. Ich bin noch nie einen gefahren. Es kann ja gut sein, dass sie so Bock haben, mit dem Arsch zu kommen, wenn du es drauf anlegst. Ich würde ihn, glaube ich, sogar in Rot nehmen. Es ist, wie gesagt, natürlich die typische Farbe. Er gehört nochmal in Blau. Aber leider finde ich den 6er eher in Rot leider ziemlich sexy. Aber das liegt vielleicht daran, weil ich Rot sehr gerne mag bei Golfs. Wow. Das Speed-Technisch geht schon mal ein bisschen was. Da kann man natürlich noch was raus. Wir sind natürlich noch lange nicht voll aufgebaut. Obwohl da jetzt auch nicht unendlich viel Leistung geht. Das ist immer noch ein 2 Liter Vierzylinder. Doch, also wir können hier ein bisschen aufbauen. Nein, theoretisch. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist in der Hausmann. Die scheiß blöde Verkehrsinsel hat mir gerade voll die Hinterachse hochgehoben. Damit habe ich nicht so ganz gerechnet beim Drift einleiten. Und echt, weil es die Felge und die Aufhängung gewesen gerade voll im Arsch gegangen wäre. Naja. Ah, oh, scheiße. Alles gut. Aufholskills sind auch da. Allrad regeln. Ich bin gleich wieder zurück auf die Straße. Alles gut, habe es. Aber ich bin so happy, dass wir den endlich haben. Den werden wir auf jeden Fall mal in Meisterschaften einsetzen. In der kommenden Folge werden wir uns auf jeden Fall den RTR-Mustang angucken, weil den habe ich jetzt schon freigeschaltet. Ich habe da mal die Playlist auf 50% gespielt. Wobei mir da jetzt mal so auffällt, dass das ganz schön viel Zeit ist, die man da investieren muss. Erstens das, um Leute, die kein Xbox Live Gold haben, fliegen auf Fresse, weil sie viele Sachen nicht machen können. Oder wenn du grundsätzlich kein Online hast, wenn du nur Singleplayer spielen kannst, dann kannst du das auch vergessen. Nur mit Singleplayer an der Xbox One oder PC kannst du nicht 100% erreichen und dementsprechend kriegst du am Ende auch die Capri nicht. Oder den neuen 14. Das ist an sich
Also sicher habe ich jetzt die Sims so gelobt, aber so im Nachhinein drüber nachgedacht, gibt es ein paar Fehler, die so ein paar Spiele ausgrenzen. Und es, also sagen wir mal, hätte es ein bisschen einfacher machen können. Hier bei 33% kriegst du ein Auto, bei 66% und nicht bei 50 und 100. Dass man es vielleicht ein bisschen entspannter machen würde. Momentan ist es halt wirklich so, gib ihm, mach richtig alles, ja. Das kann halt, man halt auch nicht unbedingt immer dafür Zeit. Ne? Ich hänge mich da ja auch abends jetzt immer ran, um die Sachen alle fertig zu haben. Weil ich will ja alle Autos kriegen. Klar, man kann die Autos nicht einfach über den Forza-Shop am Ende holen, wenn man es will. Forza-Shop, ich meine über den Auktionshaus, aber da muss das erstmal einer verkaufen, weil man kriegt ja nur einen. Oh, shit. Oh, schön, den ich gehupt hat. Hat ihn nicht gejuckt, war dem egal. Kam mir die 6R quer entgegen. Ist ihm egal. Stimmt, wir können mal gerade, wir fahren mal hier zu meinem Haus am, ich wollte Haus am See sagen, aber es ist mein Haus am Meer, weil ich hab's ja. Erstmal muss ich zum Stehen kommen. Können wir mal ganz kurz... Wo kommt dieser riesige Fels her? Kann man mal ganz kurz mal gucken, welche Punkte der Wagen hat, dass man so investieren kann. Hier gibt's einen Rearspin. Okay, da ist nichts Krasses bei. Da ist gar nichts Krasses bei. Ich werde natürlich trotzdem mal hochleveln, aber das ist erstmal gewesen sein für diese kleine Ausgabe von, Gamer Track, Dankeschön. Machen wir mal ein bisschen hübscher hier. So, für diese kleine Ausgabe von Forza Horizon 4 wieder. Wir haben den 6R, wie gesagt, über den Forza Shop könnt ihr den noch diese Woche euch holen. Da bekommt ihr den noch bis Donnerstag. Und ja, gönnt euch auf jeden Fall, lohnt sich. Und damit wäre ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen rum da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.